Brand, heißes Schladming, lautet der Titel der neuen Sonderausstellung im Stadtmuseum Schladming, die unsere örtlichen Feuerwehren zum spannenden Thema macht. Gott zu Ehr, dem Nächsten zu Wehr, das ist genau der Spruch, den jeder der Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden sich ganz vorne auch hinschreibt. Und dafür möchte ich als Bürgermeister stellvertretend für den Ernst Fischbacher, aber auch für alle Bürgermeister, die eine Feuerwehr, möglicherweise auch mehrere Feuerwehren in ihrer Gemeinde haben, auch wirklich Danke sagen an euch alle miteinander und vor allem auch stellvertretend an unsere drei. Bürgermeister Jürgen Winter begrüßte zur Ausstellungseröffnung die zahlreich anwesenden Festgäste im Stadtmuseum Schladming. Wie hoch der Stellenwert der Feuerwehr einzuschätzen ist und wie vielfältig ihr Wirkungsbereich innerhalb der Gesellschaft ist, haben wir von vielen interessierten Besuchern erfahren dürfen. Die Feuerwehr ist eine nicht wegzudenkende Organisation, die hilft der Bevölkerung und gibt uns allen eine enorme Sicherheit. Sie ist urhineingewachsen, wird auch weiter bestehen und gerade die freiwillige Feuerwehr ist für uns draußen am Land nicht wegzudenken. Mit den Rettungsorganisationen der Bergrettung, dem Roten Kreuz zusammen, ist es ein Dreierteam, das sensationell gut funktioniert und tolle Sicherheit ausstreut. Und wir wissen, dass dort nicht die Alten und die Mittleren tätig sind, sondern ganz besonders auch die Jugend, die sich das ganze getragene Hilfswerk weiterträgt. Ja, Freiwilligkeit, mit dem lebt ein Ort. Wenn die Freiwilligkeit nicht mehr gibt, dann wird man so einen Dienstbetrieb wie die Feuerwehr oder das Rote Kreuz nicht mehr aufrechterhalten können. Wenn man wieder sieht, wie die alten Feuerwehrmänner mit den alten Ausrüstungen und den alten Alarmanlagen damals zur Hilfe gerufen haben und man kann das wieder erkennen in der Ausstellung, dann finde ich das ganz toll. Und wie wichtig ist die Feuerwehr heute noch eigentlich? Ja, sie ist unverzichtbar für einen Ort, für eine Stadt. Man muss froh sein, dass unser Kommando so top benannt ist und immer wieder junge Leute hervorbringt, sodass die Sicherheit für die Wehr und die Sicherheit für die Menschen gegeben ist. Wir sind da bestens versorgt im Ort mit unserer Feuerwehr, weil sie wirklich eine tolle Ausrüstung hat. Und wir brauchen sie auch immer wieder, wenn irgendwo in den Vereinen eine Hilfe notwendig ist. Dann sind sie stets bereit, ob es mit der Leiter ist oder mit dem Tankwagen, uns da beizustehen. Du hast dich als Museumskustodin jetzt ziemlich lange mit dem Thema Feuerwehr beschäftigt. Welchen Stellenwert gibst du jetzt der Feuerwehr innerhalb unserer Gesellschaft? Die Feuerwehr hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert innerhalb unserer Gesellschaft. Nicht allein deswegen, weil sie immer da sind, wenn es brennt, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern weil sie einfach auch Vorbilder sind. Ich habe vorher schon gesagt, sie sind moderne Helden. Und nicht nur in dem Sinn, dass sie einfach mutig sind und kräftig, sondern dass sie sich einfach ehrenamtlich und freiwillig in den Dienst der Gesellschaft stellen. Und das ist heutzutage einfach nicht hoch genug einzuschätzen. Und das respektiere ich auch sehr. Wie wichtig ist es für dich als Gestalter, dass die Geschichte der Feuerwehr in so einer Ausstellung aufbearbeitet wird? Naja, es ist in diesem Haus schon allein die Geschichte spürbar. Und da ist es immer wieder gut, wenn man eine Sonderausstellung gestalten darf, das heißt, das mal zum Thema Feuerwehren. Man sieht auch die Gemeinsamkeit der drei Wehren ganz schön und das trifft sie natürlich in diesem Haus besonders gut als quasi Meilenstein der mittlerweile Vereinigung. Unsere Feuerwehren, vor allem jetzt geht es um die Schladminger Feuerwehren, die leisten einen ganz großartigen Beitrag für unsere Sicherheit und das ist es wirklich wert, dass man das einmal vor den Vorhang holt und herzeigt. Und das Stadtmuseum in Schladming, das Bruderladenhaus, ist ein wunderbarer, würdiger Rahmen dafür. Und ich hoffe, dass das viele Einheimische und Gäste anschauen kommen. Für dich als Lehrerin, welchen Stellenwert hat es da, die Geschichte der Feuerwehr in so einer Ausstellung auch an die Kinder weiterzugeben? Alles, was, also das, erstens einmal muss ich sagen, dass mich die Ausstellung total begeistert. Ich finde, dass sie total gut aufbereitet ist und ich würde mich sehr, sehr freuen, da mit einer Klasse herzukommen, weil ich mir vorstellen kann, dass das für die Kinder sehr, sehr interessant ist. Und ich möchte auch gerade durch eben die Geschichte, ich habe jetzt selber da ein bisschen geschaut, der große Brand da 1956, also ich kann mir vorstellen, dass das für die Kinder auch sehr, sehr interessant ist und dass sie sich freuen, da etwas darüber zu erfahren. Für dich als Abschnittsbrandinspektor, wie wichtig ist die Jugendarbeit innerhalb der Feuerwehr? Die Feuerwehrjugend ist das Wertvollste, was die Feuerwehr zu bieten hat. Es gibt bei uns die Feuerwehrjugend 1,
Das beginnt schon mit 10 Jahren. Und die Feuerwehrjugend 2, die ist von 12 bis 16 Jahre. Und bei uns in Schladming gibt es die Feuerwehrjugend eigentlich schon seit mehr als 45 Jahren. Damals haben verantwortungsvolle, zukunftsorientierte Persönlichkeiten die Institution der Feuerwehrjugend ins Leben gerufen. Das Ganze, das Hinführen, das ist die Kameradschaft. Der Sport, Abenteuer und Technik hat alle Erwartungen übertroffen. In diesem Sinne, glaube ich, ist das eine ganz wichtige Einrichtung, an der wahrscheinlich auch keiner zweifelt. Keiner aus der Bevölkerung, keiner von den Politikern, also die ist fest verankert, die Feuerwehr. Einer für alle und alle für einen. Diese Worte sind innerhalb der Feuerwehr kein Schlagwort, sondern manchmal lebensrettend. Die Geschichte dieser wichtigen Institution ist im Stadtmuseum Schladming historisch aufgearbeitet und menschlich festgehalten worden.